War das der? Drecksack. Ehrlich, Drecksack. Kann ich jetzt mal in Ruhe hier meine Eule rufen, oder? Ich bin so ungeschützt hier. Ich bleibe jetzt trotzdem mal hier so in dem Busch, in dem Baum. Warte mal. So, Moment. Jetzt probieren wir auf ein neues. Ja, das kann ja... Das kann ja heiter werden. So, kann ich irgendwie... Achso, L2 ist langsamer. Ich glaube, das ist zu weit weg für die Eule, oder? Jetzt kommt gleich. Ja, die Eule ist zu weit weg, pass auf. So wie ich es dir sage. Ja, es war so klar. Das war so klar. Also müssen wir näher ran und am besten irgendwie einen Punkt finden, wo wir nicht angegriffen werden von so Idiotenwölfen. Soll mich jetzt einfach mal in Ruhe lassen? Da ist überall noch Holz. Ich nehme mal was mit, warte mal. Nee, Quatsch, das ist kein Holz. Ich habe schon wieder, ich sehe schon wieder Dinge. So, warte. Da ist ein Schwein gewesen. So, Nadersumpf, Außenposten, Ort entdeckt und ein Fähigkeitspunkt. Ich gehe einfach mal hier rüber. So. Oh, Glühwürmchen. Lila Blatt nehmen wir mit. So. Aber jetzt dürfte es eigentlich reichen. Ja. Das dürfte... Das dürfte reichen. Ich bleibe mal hier in geduckter Haltung und rufe mal spontan meine Eule. So, und jetzt gucken wir doch mal. Ah, jetzt. Ah, wunderbar. Jetzt klappt es doch schon mal. Ich hoffe, ich markiere sie mir alle. Da sind zwei am Schlafen. Da oben auf dem Turm ist gar keiner. Wundert mich ein bisschen. Das ist bestimmt der, der wird wahrscheinlich nachher darauf gehen. Haben wir eigentlich unsere Eule jetzt schon? Hat der Flix eigentlich in der letzten Folge schon die Eule geupdatet, dass ich auch schwere Gegner angreifen kann mit Eule? Ich weiß es gar nicht. Da schläft auch einer drin. Da ist irgendwie ein besonderer Punkt. Keine Ahnung. Okay. Okay. Dann schau ich mal eben. Ich schau mal eben bei Fähigkeiten. Hatte ich die Eule schon geupgradet? Ich schau mal eben beim Bestienmeister. Ah, nee, wir haben gespart. Genau, jetzt können wir es machen. Elite-Gegner. Sollen wir es direkt mal ausprobieren? Was ist das denn? Geh weg. Ich probier's mal aus auf einen Gegner, der vielleicht... Vielleicht weiter weg ist, oder da ist zum Beispiel ein Elite-Gegner, der ist gepanzert. Na gut, aber dann sind die in heller Aufruhr, ne? Weil so ist schon ganz geil, weil die haben, die sind am Pennen. Ja, und die sind auch zusammen, verdammt. Ah, der zählt gar nicht zu Elite-Gegner. Es zählen also die, die hier die Hörner haben, die Hilfe rufen können. Aha. Problem ist, wenn ich den erledige und der den sieht, dann, ach, weißt du was? Scheiß was drauf. Dann haben wir es ausprobiert. Aber die kann ihn ja nicht wegtragen, ne? Das wäre geil, wenn die Eule noch die Leiche wegtragen könnte. Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Richtig awesome. Ja, den Elite-Gegner werde ich definitiv nicht mit dem Bogen bekommen. Naja, egal. Schauen wir mal. Mal irgendwie... Erstmal gucken, wen ich jetzt als erstes mitnehme. Geilsten wäre natürlich ihn, ne? Weil wir können ihn ja takedown von hinten, wenn wir ihn anlocken. Kann ich ihn irgendwie hinlocken? Scheiße, wer hat das denn jetzt bemerkt? Gar keiner? Ach, die sind alle wach, super. Auch toll. Keiner mehr am Schlafen, die stehen alle auf. Na super. Warte, tauch mal ab. Okay, da hätte mich schon fast beinahe einer gesehen. Ah, Mist, das kriege ich bestimmt nicht, das Horn. Hm. Den da hinten, der ist gut. Der ist gerade da.
Kann ich hier durch die Hütte gehen? Ach, krass. Der wäre geil, wenn er kommen würde hier. Vielleicht kommt er jetzt hin. Schauen wir mal. So. Weil wenn der sich umdreht hinter der Hütte, wäre natürlich geil, weil dann kriegt er einen Takedown und er ist weg. Mal gucken. Na komm her, komm. So, sehr schön. Hat keiner von den anderen bisher mitbekommen. So, dann ist der Elite-Gegner nämlich wenigstens schon mal weg. Also dieser dicke Gepanzerte. Was ist mit ihm? Können wir den hier hinlocken? So. Ich könnte natürlich auch die Beste hier freisetzen, die hier wahrscheinlich irgendwo wieder im Käfig ist. Ach, guck mal an, da ist noch einer. Oh Gott. Warum kommt der nicht hier hin? Hä? Was macht der denn da? Wieso guckt der denn in die andere Richtung? Verstehe ich irgendwie nicht. Oh nein, oh nein. Der Gepanzerte kommt auch hin. Soll der eigentlich gar nicht. Also den interessiert es anscheinend irgendwie gar nicht. Ah, der steht mit dem Rücken zu uns. Ja, ah, aber der ist hinten, glaube ich, auch gepanzert. Das heißt, der Bogen würde gar nichts bringen. Kann ich hier tauchen? Wunderbar. In der Hoffnung, dass wir den Elite-Gegner vielleicht irgendwie hier locken können. Interessiert ihn gar nicht, so wie das aussieht. Oh. Das hätte mich beinahe selbst angezündet. Ach, der patrouilliert. Okay. Ich dachte, der hätte jetzt... Ah, Mist. So, mal gucken. Jetzt müsste theoretischerweise er da lang gehen. Aber der andere würde ihn jetzt sehen, wenn er wegfällt. Scheiße. Wenn er in die Hütte geht, versuche ich mal... So, der fehlt dann nicht mehr so sehr. Entschuldigung. Den wird keiner vermissen. Ah, wisst ihr was? Ah, nee, komm, ich lass den liegen. Den wird keiner vermissen. Was ist mit ihm hier? Ah, das sind sogar zwei. Ah je. Okay, die kann Hilfe rufen. Er ist am Trommeln. Interessiert das sowieso nicht. Aber wir müssen ja alle erledigen. Und er patrouilliert hier, okay. Ich glaube, ich nehme die Leiche doch mal mit. Na! Sicher ist sicher, falls der doch mal auf die Idee kommt, hier reinzukommen. So. Ja. Hey, eine Keule? Kann ich die aufnehmen, weil die so komisch blinkt? Okay, anscheinend nicht. Wird den einer vermissen, wenn ich den... Hat keiner mitbekommen, ne? Gut, okay. Hier wäre jetzt natürlich am besten erst den Trommler und dann die Frau, weil dann... Weil sonst in der Nähe ist hier auch keiner. Probier's mal. Gott sei Dank, das war knapp. Das war echt knapp. Die hat den anscheinend gehört. Uah, wo? Wer hat mich denn da beinahe gesehen? Wer war denn das? Da hinten der? Ach, Tatsache. Okay, also die sind natürlich jetzt ungünstig am Liegen, aber... Die haben wir wenigstens schon mal weg. Ich müsste mal die Hörner hier erledigen, damit die keine Hilfe rufen können.
So, Einhorn ist schon mal weg. Da ist auch noch eins. Es liegt aber dahinter irgendwo. Versuche jetzt erstmal, die da hinten zu bekommen. Die mich da fast gesehen haben. Jetzt können wir ja ein bisschen weiter ins Dorf voranschreiten. Was suchen? Achso. Ah, ich nehme mal die Leichen hier mit. Besser ist das. Weil dann kann ich die nämlich vielleicht hier in die Hütte oder so ablegen, weil dann findet die auch keiner so schnell. Na. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Da kommt einer. Oh. Gefährlich. Das war... Oh, das war gefährlich. Der hätte uns beinahe gesehen. Okay, die sind heller Vorfreude. Scheiße. Ah, die werden die Leiche finden, mit Sicherheit. Naja. Scheiße, der hat eine Maske auf. Warum liegt hier Stroh? Komm, verpiss dich. Hau ab da. Kommt er jetzt hier rein? Oder? Boah, bitte komm nicht hier rein. Scheiße, ey, das wäre so mies. Aber wenn der oben Hilfe ruft. Weil das waren die letzten eigentlich, ne? Nur noch zwei Stück unten und der oben auf dem Turm. Okay, vorsichtig. Nicht zu überstürzen. Flex, jetzt ganz gemütlich schauen. Ich frage mich immer noch, warum die Keule so leuchtet. Aber ihr könnt mir das bestimmt sagen. Für die Leute, die auch Far Cry spielen. Problem ist, dass die beiden jetzt zusammen sind. Ah, jetzt kommen die beiden hin, ne? Oder? Der eine mit dem Meldehorn, nenne ich den einfach mal, kommt definitiv auch. Oder zumindest... Ah, ne, der haut ab. Sehr schön. Beim dritten Mal, wenn man einen Stein wirft, dann werden sie schon sehr nervös und denken schon, dass irgendwas nicht stimmt. So. Den haben wir schon mal. Auch weg. Es fehlt nur noch er da hinten. Und dann haben wir es schon. Sehr geil. Dass ihm das aber auch nicht auffällt, dass er so der Einzige nur noch ist hier, ne? Komm, den cachen wir uns jetzt auf der Leiter. Pass auf. Yeah! Yeah! Sauber! Ohne Alarm auszulösen. Sehr geil. Gib nochmal 1750 XP. Bonus. 9 von 15. Sauber. Feier ich ein bisschen. Sehr geil. Können wir denn... Ich schau mal eben im Handwerksmenü. Wie sieht's denn aus hier mit mehr Sperrgürtel machen? Achso. Ach, Köcher, genau. Ah ja, da brauchen wir ja Braunbärenfell. Stimmt, da war ja auch so eine Aktion. Sehr schön. Da kommen schon unsere Kollegen. Dann können wir mal, wir wollten ja als nächstes hier auch direkt das Leuchtfeuer machen. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Bewegen wir uns direkt mal hin. Sehr schön, sauber, feiere ich definitiv. So, bisschen abkrabbeln, bisschen Südsteinstaub nehmen wir mit, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Dum, 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 dum. So. Ich musste nochmal eben kurz was schauen, entschuldigt. Weil ich noch nebenbei ein paar Folgen am Hochladen bin auf YouTube. So. Zack. Das war kein Braunbär, ne? Oder? Nein. Wollnashorn oder so. Oder wie sich der schimpft. Den gehe ich mal aus dem Weg. Ist der denn angriffslustig? Nein, eigentlich nicht. Also wenn man ihn nicht angreift oder ihm aus dem... Ich gehe ihm doch aus dem Weg. Was will... Es... Oh.
Grün wird doch angezeigt, dass er doch lieb und nett ist, oder? Lass mich. Lass mich, ich nehme noch Holz mit. Alter, was? Ich habe ihm nichts getan. Ich verstehe das nicht. Das ist so mies. Hier kriegst du mich nicht. Hier kriegst du mich nicht. Na, kletter doch da hoch. Kletter doch. Lass das, habe ich dir gesagt. Boah, der hat voll den Affen umgerannt. Hast du gesehen? Voll aus dem Leben getreten. Glaube ich jetzt gar nicht. Aber ich habe dir nichts getan. Wieso greift er mich einfach an? Ich dachte, wenn die grün markiert sind, tun die einem nichts. Auf jeden Fall hat er einen Pfeil im Kopf und jetzt ist er, jetzt gibt er Ruhe. Also, von so an passt das ja alles. So. Was? Wo? Wo denn? Da sind schon wieder irgendwo Einwohner, aber wo? Ich sehe keine. Also zumindest hier in dem Gestrüpp natürlich. Ach, da. Kommen genau in unsere Richtung. Dann werde ich mal versuchen, hier lang zu gehen, ohne dass mich so ein Wollnashorn... Hau bloß ab! Ich sag dir das. Dass der uns irgendwie hier... ja, angreift. So. So weit haben wir es gar nicht mehr bis zum Leuchtfeuer. Das ist da oben. Können wir das eigentlich auch einfach jetzt anzünden von hier aus? Das würde mich mal brennend interessieren. Wenn wir es einfach anzünden? Ach, töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Ich probiere es mal. So, Leuchtfeuer brennt schon mal, oder? Ja. Aber die Gegner sind noch nicht tot, also das heißt, es zählt nicht. Glaube ich zumindest. Ich gucke mal auf die Karte. Ja, es zählt nicht, ist klar. Weil wir natürlich erst die Gegner erst beseitigen müssen. Hätte ja funktionieren können. Hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Sagt man ja so schön. So. Ich schau mal eben wegen unserem Bär an. Den können wir jetzt ruhig mal dabei rufen. Oh, was? Wo ist der? Wo ist der? Boah, das war knapp. Das war knapp. Ich habe gedacht, irgendwie der... Sind hier noch Gegner irgendwo? Und unser Bär kann wieder nicht wetten. Der kann wieder den nicht, oder? Wetten, der greift den wieder nicht an. Doch. Yeah. Aber einer muss noch fehlen, oder? Fehlt da nicht noch einer? Da ist noch einer. Nee, hä? Ich habe schon Paras, die sehen schon wieder irgendwelche Dinge. Aber hier ist doch keiner mehr, wieso? Oder muss ich es nochmal anzünden? Nein! Uah. Scheiße. Aber wieso zählt das denn jetzt nicht? Wieso? Hä? Oder ist hier doch noch ein Gegner irgendwo? Nimm mal hier die Tasche. Doch, ich höre noch einen. Der muss hier irgendwo sein. Warte mal. Da. Zwei Stück sogar. Greifen ab. Ja, steht doch nicht. Oh, er steht am Baum, ey. Wie dumm. Jetzt aber. So, wo ist der andere? Da. Yeah, Bastion Kill. Sehr schön. Haben wir's? 9 von 16 haben wir schon beansprucht. Alter Schwede, 1200 XP bekommen wir Belohnung. Sauer. So, wo ist unser Bär? Wollte schon gerade sagen, unser Bär ist unsichtbar. 3 neue Dorfbewohner bekommen wir, sehr schön. Ja, ja. Ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja. Ja. So. Fleisch nehme ich ein bisschen. Hallo? Nein, nein, ich will nicht den Fall. Machst du mal Platz. Ich würde gerne. Hallo? Ah, hier. Ich würde gerne so ein bisschen ein paar Steaks mitnehmen. Aua, au, au, au. Na, natürlich. Er steht da mitten im Weg. Wie auch bei dem Bosskampf stand er wieder im Weg. So. Okay, haben wir das?